Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Mein Name ist Steffen Ringbeck von Trinosalam. Ich bin Produktmarketingmanager hier in Europa und heute sprechen wir im Webinar über den Einsatz von 1500 Volt Modulen. Also sprich, wann der Wechsel von 1500, also von 1000 Volt zu 1500 Volt Modulen sinnvoll ist. Hier gehe ich einfach dann auf ein paar, sag ich mal, verschiedene Standorte ein, um einfach mal darzulegen, wie sich das so mit dem Wechselrichterdesign verhält. Was schon mal wichtig ist, was wir uns heute anschauen, wir schauen uns verschiedene Standorte an, einfach mal, um auch verschiedene Klimata bzw. Wetterbedingungen zu simulieren. Das Ganze wurde oder die ganzen Simulationen wurden mit PVSys gemacht. Was ich noch sagen kann, am Ende der, also die Fragen werde ich dann am Ende des Webinars beantworten. Bitte stellen Sie die Fragen in den Question Pane bzw. in den Chat. Ich gehe dann das am Ende durch. Das Webinar wird natürlich selbstverständlich aufgenommen und wird dann im Anschluss auch wieder an Sie verschickt. Und je nachdem, wie viele Fragen dann auftauchen, also einige werde ich dann während dem Webinar oder während des Webinars beantworten. Ansonsten werden wir dann noch ein kurzes FAQ am Ende anhängen und dann mit dem Recording verteilen. Wir schauen uns heute an folgende Standorte, um einfach verschiedene Klimata innerhalb von Europa mal darzustellen und wie sich das Ganze auf das Systemdesign auswirkt. Zum einen schauen wir uns dann Malin Head an in Irland, um was relativ Nördliches zu haben. Dann Lissabon in Portugal für, sag ich mal, relativ warme Gegend. Dann natürlich München und als, sag ich mal, kalten Standort noch in Kiew in der Ukraine. Was ist wichtig, wenn man sich das Ganze jetzt mal anschaut? Wenn wir uns jetzt hier mal die Umgebungstemperaturen an den verschiedenen Standorten anschauen, also hier sind jetzt die, das sind jetzt Auszüge von Wikipedia mit verschiedenen Temperaturen und natürlich dann auch die Rekordtiefstwerte. Und hier sieht man schon einige Unterschiede. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue, das Ganze jetzt hier in München, da sieht man, dass ich jetzt während den kalten Monaten auch gerne mal minus 20 Grad haben kann oder auch mehr. Und hier ist der Rekordwert mit minus 25 Grad angegeben. Ich meine, das kennt man ja auch vom Wetterbericht, dass es zum Teil Kaltfronten gibt und dass doch mal auch über einen längeren Zeitraum in Zentraleuropa relativ kalt sein kann. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel aber im Vergleich dazu Lissabon anschaue, dann sieht man, dass hier der Rekordwert nur bei minus, bei minus 1,2 Grad liegt. In Kiew, in der Ukraine, hier sieht man, dass schon mal ein ganzes Stück Kälte ist und dass das Ganze bei mit circa minus 33 Grad liegt. Und Irland, obwohl es relativ weit nördlich ist, aber durch den Golfstrom begünstigt, ist es wieder deutlich wärmer. Und hier sieht man das jetzt, wenn man zum Beispiel München und Irland vergleicht, dass man hier nur auf minus 6,5 Grad kommt. Das ist natürlich jetzt, je nachdem, wo Sie natürlich das PV-System, sag ich mal, installieren, ist es eigentlich wichtig, auch die klimatischen Bedingungen zu kennen, um entsprechend dann nachher auch die Wechselrichter bestmöglich auszulegen, um auch eine möglichst hohe Ausnutzung zu bekommen, um auch zu entscheiden, okay, kann ich den Wechselrichter ausnutzen jetzt mit 1000 Volt Modulen oder ist es aufgrund, sag ich mal, von Einstellungen oder von der Wechselrichtertopologie, weil die jetzt leicht über 1000 Volt gehen, ist es vielleicht besser, gleich direkt auf 1500 Volt zu gehen. In unserem Beispiel nehme ich jetzt einfach mal an, das ist jetzt einfach eine fiktive Annahme getroffen, dass die Modultemperatur, also die kälteste anzunehmende, circa 3 Grad über der Mindesttemperatur ist. Die Annahme beruht darauf, dass, sag ich mal, sobald man sich den Tag nähert, dass die Temperaturen leicht ansteigt. Man kann aber ja unter anderem zum Beispiel haben, dass man jetzt im Winter ja doch auch Wolkenbrüche hat, dass die Zelttemperatur tatsächlich noch der Umgebungstemperatur entsprechen. Und sobald ich dann einfach noch doch eine schon gewisse auch höhere Einstellung habe, dass ich entsprechend dann auch sehr schnell doch relativ hohe Spannungen habe. Obwohl es vorher quasi die Module am absoluten Minimum oder vielleicht auch gar nicht, sag ich mal, aktiviert wurden, weil einfach von der Wolkendecke das Ganze zu hoch war. Insgesamt muss man natürlich sagen, die ganze Betrachtung, was wichtig ist, auch für die spätere oder effektive Auslegung dann im Feld, ist im Endeffekt die Wetterdaten zu kennen. Ich vergleiche das immer ganz einfach mit einem Heizungssystem. Wenn man jetzt sich so ein Heizungssystem anschaut, zum Beispiel jetzt für Deutschland, da gibt es ja auch gewisse Richtwerte, an welchen Umgebungstemperaturen, also sprich, welche Kälte oder welche
sag ich mal, kältesten Temperatur man annehmen soll, damit noch eine gewisse Raumtemperatur erreicht wird. Und ich denke, ähnlich sollte man das auch Ganze für die PV-Systeme sehen, um nicht einfach, sag ich mal, mit Pauschalen, mit Standardwerten zu rechnen, sondern wirklich standardabhängig, um auch ein optimiertes System und auch ein stabil laufendes System zu halten. Weil es ist ja wichtig, dass jetzt, wenn es jetzt zu irgendwelchen Überschreitungen kommt, zum Beispiel von der Spannung, dass sich zum Beispiel der Wechselrichter nicht in eine Schutzfunktion begibt und eventuell ausschaltet, sondern dass man natürlich auch entsprechend den kompletten Ertrag auch mitnehmen kann. Darüber hinaus geht es natürlich auch, dass man zum Beispiel Zertifizierungen der einzelnen Komponenten nicht überschreitet. Hier sind jetzt einige Daten zu einem Wechselrichter. Also ich habe jetzt hier einen Kakko Wechselrichter benutzt oder ausgewählt. Der hat eine Systemspannung von 1100 Volt und einen MPP-Bereich von 800, von 580 Volt bis 900 Volt. In dem Beispiel ist es natürlich wichtig, gerade wenn ich jetzt gegenüber oder jetzt in höhere Spannungen eingehe, zum Beispiel auch auf 1500 Volt, dass natürlich der MPP-Bereich möglichst hoch liegt, damit ich auch möglichst viele Module in den String verbauen kann, um auch ein möglichst gutes System zu bekommen. Also jetzt hier in dem Beispiel wurde einer gewählt mit 1100 Volt, damit ich einfach etwas über den 1000 Volt hinaus bin und nicht ganz bei 1500 Volt. Bei 1500 Volt ist ja immer die Geschichte ganz klar, weil dort nimmt man 1500 Volt Module. Jetzt ist so, was passiert in der Auslegung? Also wie Sie sehen, die Auslegung ist in allen Beispielen immer mit PVSYS gemacht. Was ich gemacht habe, ich habe die Standortdaten importiert, beziehungsweise Standorte gewählt, die schon im System vorhanden sind. Das heißt, den Meteonorm-Daten hinterlegt. Das Einzige, was ich gemacht habe, was man jetzt hier schön sieht, ist im Endeffekt die Umgebungstemperatur angepasst, also jetzt für München circa 3 Grad höher, also sprich anstatt minus 25, bei jetzt hier bei minus 22 Grad und habe im Endeffekt geschaut, wann sagt mir PVSYS, dass die wechselrechte Auslegung des String Design okay ist. Und hier sieht man schon, dass wenn ich jetzt hier eine Empfehlung bekomme für den, also für die Module, die bis 1000 Volt zugelassen sind, wenn ich jetzt mit dem Wechselrichter anschaue, der zwar bis 1100 Volt gehe, dann ist es ja mein neues Limit 1000 Volt, weil die Module sind nur bis 1000 Volt zertifiziert. Das heißt, eine Überschreitung sollte man nicht machen oder ist nicht vorgesehen. Deswegen sind hier die 1000 Volt dann als Grenze. Wenn ich das Ganze in dem System das dann anschaue, sehe ich schon mal, dass ich jetzt, wenn ich München und Lissabon vergleiche, dass ich hier einmal eine Stringlänge habe von 22 Grad, von 22 Modulen pro String im Vergleich zu Lissabon mit 24 Modulen. Und daran sieht man schon, dass wenn ich das je nachdem, welchen Standort ich wähle, mir auch natürlich, sag ich mal, eine unterschiedliche Stringlänge bekomme aufgrund der unterschiedlichen klimatischen Bedingungen. Am Ende sieht man das Ganze nochmal in der Übersicht, wo ich dann auch nochmal die einzelnen VOCs, also sprich die Leerlaufspannungen, nochmal aufsummiert habe, um auch zum See, um zu zeigen, wie gut der Wechselrichter ausgenutzt ist. Wenn ich mir jetzt das Ganze für Kiew anschaue, da sieht man schon, in Kiew sind es ebenfalls 22 Module, in Malin-Head in Irland sind es 23 Module. Im Endeffekt, was man jetzt auch hier schön sieht, ist, in Kiew bin ich relativ nah schon an den 1000 Volt dran bei minus 29 Grad. In Irland bei minus 3 Grad bin ich noch ein gutes Stück weg, aber es reicht halt gerade nicht fürs nächste Modul. Wenn man sich jetzt nochmal das Ganze anschaut, nochmal für den Standort München. Wenn ich jetzt nochmal München heranziehe und dort nochmal einfach sage, okay, ich möchte einfach den Wechselrichter voll ausnutzen, weil es hatte die Möglichkeit, 24 Module zu installieren, dann sieht man schon schön, dass sich bei 22 Modulen im String jetzt hier auf der linken Seite eine Leerlaufspannung habe von 177 Volt und im mit 24 Modulen habe ich eine Leerlaufspannung von 1066 Volt, was natürlich schon deutlich über der IEC-Zertifizierung von 1000 Volt der Module liegt und somit natürlich eine Überschreitung da ist. Warum ist das Ganze wichtig? Im Betrieb sind natürlich die Spannungen niedriger, weil ich natürlich immer mit der Betriebsspannung arbeite. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass auch Wartungsarbeiten durchgeführt werden müssen oder zum Beispiel auch mal Wechselrichter vom Netz sind oder irgendwelche Ausfälle da sind. Und dann habe ich ja die Leerlaufspannung anliegend. Und da ist natürlich auch wichtig, dass ich zum Beispiel zu diesen Zeiten die zertifizierte Spannung der Komponenten, egal ob das jetzt Wechselrichter sind, beziehungsweise bei den Modulen eigentlich nicht überschreite. Und wenn ich aber jetzt Wechselrichter habe, die jetzt mehr wie 1000 Volt zulassen, dass man sich dann wirklich überlegt, nämlich nicht besser 1500 Volt Module, um einfach ein komplett sicheres System zu haben und dass auch die Wartungsarbeiten durch den Wartungstrupp entsprechend sicher durchgeführt werden kann, weil man kann ja nie sagen,
wann die Wartung ist. Und wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwelche Messtechniken oder das Kraftwerk auch für mehrere Tage offline nehme, dann überlegt man sich ja, macht man das nicht eher eventuell in der dunkleren Jahreszeit, jetzt im Spätherbst oder im Winter, wo der Ertrag in der Regel eh nicht immer der beste ist. Und dann habe ich einfach immer wieder das Risiko, was ja dann auch zum Teil sehr kalt sein kann, ist, dass ich doch sehr hohe Spannungen habe. Die, sag ich mal, über die 1000-Volt-Zertifizierung von den 1000-Volt-Modulen darüber hinausgeht. Bei 1500-Volt-Modulen, die können natürlich selbstverständlich eingesetzt werden. Wenn man sich jetzt das Ganze nochmal anschaut mit 1500-Volt-Modulen, das heißt, ich nehme also im Endeffekt das gleiche Modul, nur halt mit einer 1500-Volt-Zertifizierung, dann sieht man schon, dass sich in München jetzt hier auf der linken Seite von 22 Modulen die Stringlänge auf 24 erhöht, ohne dass sich die 1100 Volt, die in dem Fall jetzt der Wechselrichter als Grenze hat, überschreite. Das heißt, ich habe dann eine Leerlaufspannung von 1066 Volt wie im Fall zuvor. Aber ich bin innerhalb der Wechselrichterspezifikation und ich bin innerhalb der Modulspezifikation. Von dem her ist alles gut. Wenn ich mir das Ganze jetzt von Lissabon anschaue, da kann ich sogar auf 26 Module hoch. Und das bedeutet natürlich, wenn ich jetzt das vergleiche mit vorher, habe ich nochmal zwei Module in beiden Fällen mehr im String, dass je nachdem, wie ich aus die, sag ich mal, die Wechselrichterüberdimensionierung mache oder Unterdimensionierung, je nachdem, was halt wollen, macht es natürlich Sinn, den Wechselrichter von der Stringlänge möglichst bestmöglich auszunutzen, um möglichst wenig Strings zu haben, um möglichst wenig Verkabelungsarbeit zu haben. Wenn ich mir das Ganze noch für Kiew anschaue, da ist ähnlich, also bei Kiew mit 1500 Volt Modulen, da komme ich dann auf 24 Module im String und bei Malin Head komme ich auch auf 26 Module. Das heißt, bei Malin Head einfach aufgrund von der Topologie her habe ich, sage ich mal, den größten Mehrgewinn, weil dort komme ich von 23 Modulen auf 26 Modulen, was wir auch nochmal später in einer Tabelle sehen. Hier kommen wir auch schon zu der Tabelle. Hier vergleiche ich jetzt mal die einzelnen Standorte. Also ich habe also einmal einen Wechselrichter, der bis 1100 Volt gehen kann. Ich habe die verschiedenen Umgebungstemperaturen. Das sind jetzt nicht die, wichtig ist jetzt, dass das jetzt nicht die Modultemperaturen sind, sondern wieder die genannten Umgebungstemperaturen und dass die Spannungen ausgerechnet wurden bei ca. 3 Grad über der Allzeit-Mindesttemperatur. Wenn ich mir jetzt das anschaue, wenn ich jetzt Module habe, die bis 1000 Volt zugelassen sind, dann sieht man, dass ich in, jetzt sehen wir mal hier Malin Head, 23 Module im String habe, eine Spannung von 967 Volt. Wenn ich das vergleiche, wenn ich jetzt anstatt 1000 Volt zertifizierte Module, also 1500 Volt zertifizierte Module nehme, dann kann ich die 1100 Volt quasi besser ausnutzen und dann kann ich meine Stringlänge erhöhen von 23 auf 26 und habe somit eine Ausnutzung des Wechselrichterspannungsfensters beziehungsweise der Wechselrichterparameter von 99% mit 1500 Volt Modulen anstatt 88%. Wenn ich mir jetzt das über die ganzen drei Standorte anschaue mit dem gewählten Wechselrichter und mit der Systemspannung von maximal 1100 Volt, dann sieht man, dass wenn ich innerhalb der Normungen arbeite und innerhalb der Produktzulassungen arbeite, dass ich eine Wechselrichterausnutzung oder dass ich meine Wechselrichterausnutzung mit 1500 Volt Modulen um circa 8 bis 11% erhöhen kann. Jetzt ist natürlich noch die Frage, und das ist eine der wichtigsten Fragen immer, was kostet das Ganze? Beziehungsweise, was kann ich einsparen? Ich habe jetzt hier nochmal ein Beispiel gemacht. Das eine sind die elektrischen Komponenten, also sprich, also Kabel, Generatoranschlusskästen, und so weiter. Natürlich auch die Installationsarbeit, die natürlich dann die Stringkabel und so weiter. Ich habe jetzt hier ein Beispiel genommen. In dem Fall auch wieder Marlin Head, weil das einfach ein schön anschauliches Beispiel ist. Was passiert, wenn ich von 1000 Volt Modulen auf 1500 Volt Module nehme? Ich habe jetzt hier beabsichtigt eine Modulserie genommen, die zwar bis 1500 Volt, also die bis 1500 Volt zugelassen ist, und habe einfach die drei Beispiele genommen, 1000 Volt, dann in dem Fall bei 1100 Volt in der Mitte, beziehungsweise dann auf der rechten Seite in der jeweiligen Grafik dann nochmal bis 1500 Volt. Ich habe deswegen das gleiche Modul genommen, um Modulpreise oder Preisunterschiede auszuschließen, um im Endeffekt rein die Ersparnis am System mit denselben Systemkomponenten darzulegen, wenn ich jetzt eine bessere Ausnutzung mache. Das heißt, im ersten Fall, wenn ich den jetzt annehme als 100%, das heißt also in dem Fall 23 Module, wenn ich jetzt dann von 1000 Volt auf 1500 Volt zertifizierte Produkte
gehe, kann ich hier 26 Module im String schalten, wie vorher gezeigt. Das bedeutet, dass ich eine Ersparnis habe auf der elektrischen BOS-Seite von 11,5%. Wenn ich jetzt natürlich Wechselrichter einsetze, die bis 1500 Volt gehen und entsprechend sich auch ausnutzen lassen vom MPP-Bereich hier, also vom Betriebsbereich hier und natürlich von der Systemspannung, dann erspare ich, wie wir schon dargestellt haben, auch schon in den vergangenen Webinaren, circa ein Drittel. Das heißt also hier in dem Fall sind es dann 35 Module im String. Das entspricht einer Reduzierung von 34,3%. Wenn ich mir jetzt das Ganze natürlich auf der Systemebene, weil im Endeffekt das, was zählt, ist ja immer das System. Das ist einfach auch wieder ein fiktives Beispiel. Das Ganze ist natürlich abhängig natürlich von den ganz aktuellen Kosten. Aber jetzt nehmen wir hier an, einfach mal, um darzustellen, wie sich der Spannungs auslegt auf ein fiktives System. Das heißt, wenn ich jetzt das Ganze auf Systemebene betrachte, habe ich im ersten Fall, bin ich etwas über 90 Cent pro Watt mit 1000 Volt. Wenn ich jetzt dann die alleine nur die String, also wenn ich das gleiche Modul nehme und mache dann das, also nutze den Wechselrichter voll aus, beziehungsweise gehe dann von einem 1000 Volt zertifizierten Modul auf 1500 Volt zertifiziertes Modul, dann sehe ich schon, dass ich auch auf der Systemebene ziemlich schnell 1,9% einspare. Wenn ich natürlich dann sage, okay, wenn ich schon die 1000 Volt verlasse, warum soll ich das knapp verlassen? Warum gehe ich nicht gleich bis 1500 Volt? Wenn ich dann bis 1500 Volt gehe, dann habe ich eine Ersparnis von ungefähr 5,7%. Das bedeutet natürlich, gerade bei so Diskussionen, wo man sagt, aufgrund von Kosten und so weiter, warum nicht ein Modul mehr im String? Damit komme ich zwar nach der Auslegung leicht über 1000 Volt. Sollte normal nichts passieren, aber man weiß ja nie, was tatsächlich kommt. Es ist auf jeden Fall halt eigentlich es ist auf jeden Fall außerhalb der Spezifikationen, also außerhalb der Zertifizierung, nicht unbedingt außerhalb natürlich der Materialspezifikation, weil die Materialspezifikationen haben natürlich immer noch einen gewissen Sicherheitsfaktor inbegriffen, aber das Produkt ist einfach auf 1000 Volt zertifiziert. Wenn ich jetzt einen Wechselrichter habe mit 1100 Volt, muss man natürlich sagen, warum soll ich auf 1020 Volt gehen oder auf 1010 Volt und quasi mit einem 1000 Volt Modul quasi so an der Grenze arbeiten, wenn ich mit einem 1500 Volt Modul den Wechselrichter auch besser ausnutzen kann? Und man sieht ja, dass aufgrund auch von der Kostenbasis es eigentlich sinnvoll ist, die Komponenten, die man hat, bestmöglich auszunutzen. Jetzt komme ich noch mal kurz zur letzten Zusammenfassung. Vieles ist im Endeffekt ja schon mal das, was schon mal erwähnt worden ist. Es ist ähnlich, kann man sagen, bei den Modulen, das verhält sich genauso wie bei den Kabeln. Bei den Kabeln hat man jetzt ja durch die neue EN-Norm sind ja alle Kabel generell bis 1500 Volt zertifiziert. Früher hatte man auch eine Separierung zwischen Kabeln, die für bis 1000 Volt zugelassen sind und bis 1500 Volt zugelassen sind auf der DC-Seite. Und bei den Modulen ist es im Endeffekt das Gleiche. Ich habe einfach Module, die also bis 1000 Volt zertifiziert sind. Ich habe Module, bis 1500 Volt zertifiziert sind. Das bedeutet, wenn ich jetzt ein System habe, wo ich eine Spannung habe von 1000, nehmen wir mal an, 1020 Volt, mit einem 1000 Volt Produkt bin ich überaus außerhalb der Zertifizierung. Das heißt, wenn was passiert ist, ist es ein Problem. Wenn ich ein 1500 Volt Modul nehme, bin ich bei 1020 Volt fein raus. Ich kann natürlich auch 1500 Volt Module natürlich auch bei einem 1000 Volt System einsetzen, weil sich das Ganze im Endeffekt, wie zum Beispiel jetzt bei einem Auto oder wenn man jetzt zum Beispiel einen Autoreifen heranzieht als Beispiel verhält. Wenn man jetzt ein Fahrzeug nimmt, was zum Beispiel, sagen wir mal, 220 fährt, kann man Winterreifen kaufen, die einmal eine Zulassung haben bis 160, beziehungsweise einmal bis 240. Wenn man jetzt natürlich schneller, wenn man jetzt natürlich sich sagt, okay, ich spare ein paar Euro bei den Winterreifen, das ist einfach ein Beispiel, was ich im Handhabbar ist und im Endeffekt genau die gleiche Aussage trifft. Wenn ich jetzt ein bisschen spare in den Reifen und sage, okay, 160 passt schon, fahr aber trotzdem mal schnell wie 160 und den Reifen zerlegt, dann wird der Reifenhersteller sagen, ja, sehen wir die Zulassung überschritten, der Reifen ist nur bis 160 zugelassen, wir übernehmen keine Verantwortung. Wenn Sie jetzt einen Reifen nehmen, der zugelassen ist bis 240 km/h, dann können Sie mit dem immer noch 30, 40, 50 fahren, 160 fahren, können aber auch Ihr Fahrzeug, was ja 220 geht, auch voll ausnutzen, ohne dass Sie außerhalb der Reifenspezifikationen arbeiten, beziehungsweise der Zulassung der Reifen. Und somit, wenn was passiert, kann man immer den Hersteller auch mit in die Verantwortung ziehen, beim Autoreifen zum Beispiel, wenn man sagt, er war ja zugelassen, warum ist das passiert? Er sollte doch eigentlich nicht platzen, weil er entsprechend ausgelegt ist. Und das Gleiche gilt eigentlich auch für die PV-Module. Wenn
Die 1500 Volt Module lassen sich also nicht in ein System mit 1500 Volt einsetzen, sondern eigentlich in sämtlichen Systemen. Das heißt also, egal welches System Sie bauen, mit 1500 Volt System können Sie die aktuelle oder das aktuelle Spektrum komplett abdecken und auch die verschiedenen Inverter, die ja zum Teil, sage ich mal, irgendwo Systemspannung haben von 1100 Volt, 1200 Volt, auch natürlich besser ausnutzen, was natürlich insgesamt dann eine entsprechende Kostenersparnis auch darstellt. Somit bin ich auch schon am Ende des Webinars und ich werde jetzt noch mal kurz umprüfen wegen Fragen. Okay, also einer der ersten Fragen, die ich jetzt gefunden habe, ist, welche Wechselrichterhersteller haben denn Geräte bis 1100 Volt? Also es sind verschiedene Hersteller. Ich habe jetzt hier zum Beispiel Geräte von, hier in dem Beispiel ist jetzt ein Carco-Gerät. Es gibt aber auch verschiedene andere Hersteller. Ich glaube zum Beispiel Sungrow hat auch Wechselrichter, die auch bis bisschen über 1000 Volt gehen, also 1100, 1200 Volt. Huawei, SMA hat auch Serien, die sie bis 1100 Volt hochdrehen. Also gibt es verschiedenste Hersteller. Die zweite Frage, die aufkam, ist, an welcher Stelle muss bei der Modulproduktion anders oder verstärktes Material eingesetzt werden im Vergleich zu herkömmlichen 1000 Volt Modulen? Das ist im Endeffekt relativ einfach. Das entspricht alle Komponenten, die isoliert sind. Das ist also vergleichbar wie mit einem Kabel. Wenn ich ein Kabel habe, was für eine höhere Spannung zugelassen ist, muss ich eine höherwertige Isolation anbringen, um quasi Durchschlag zu verhindern. Bei einem Modul ist einerseits die Isolation natürlich die Einkapselung, wo man natürlich sagen kann, idealerweise natürlich mit Glas, da habe ich den größten Abstand zur aktiven Zelle. Ansonsten wird natürlich die Rückseitenfolie angepasst, um einfach die Durchschlagfestigkeit zu geben. Und natürlich dann auch entsprechend die Kabel, dass die auch bis 1500 Volt zugelassen sind und natürlich auch die Stecker. Bei den Steckern, weil wir darüber gerade sprechen, die TS4-Steckern, die an unseren Modulen jetzt verbaut sind und die jetzt auch ausgeliefert werden, die kommen generell immer mit 1500 Volt Zertifizierung. Das heißt, auch die zusätzlichen Stecker, die Sie von uns bekommen können, kommen immer mit 1500 Volt. Das heißt, Sie brauchen dort nicht unterscheiden, habe ich jetzt 1000 Volt System, 1500 Volt System. Es geht immer bis 1500 Volt System. Hier ist noch eine Frage zum PID-Effekt. Und zwar tritt bei hoher Spannung der PID-Effekt schneller auf. Generell, PID ist, muss man sagen, ist ja, wenn man das jetzt in Langform nimmt, Potential Induced Degradation. Das heißt natürlich, je höher mein Potentialunterschied zwischen der aktiven Zelle und dem nächsten geerdeten Bauteil ist, also sprich, also Potentialausgleich, in dem Fall halt der Modulrahmen oder halt die Unterkonstruktion, je höher natürlich dort der Spannungsunterschied ist, desto eher kommt es zu dem PID-Effekt. Das hängt natürlich davon auch ab, zum Beispiel, wie jetzt das Klima ist, wie gut ich das elektrische Feld jetzt aufbauen kann. Wenn ich jetzt ein relativ trockenes Klima habe, sodass die Moduloberflächen nicht nass sind, weil, sag ich mal, Wasser ist ja auch gerade wenn es mit Mineralien versetzt ist, auch ein guter Leiter. Also vor allem, weil es immer mit Mineralien versetzt ist, ein guter Leiter, dann tritt es natürlich mit höheren Spannungen eher auf. Darum ist auch sich immer wieder zu überlegen, ob man, wenn man mit 1500 Volt arbeitet, ob man nicht eventuell gleich auf ein 1000, also auf ein Glas-Glas-Modul umsteigt, weil Glas-Glas-Module einfach aufgrund von dem Aufbau einen deutlich größeren Abstand zu den nächsten leitenden Bauteilen haben. Und wenn ich zum Beispiel ein Glas-Glas-Modul klemme, dann habe ich ja nur die Klemme, die mit der Unterkonstruktion verbunden ist. Das heißt, der Einflussbereich ist ja relativ klein. Wenn ich jetzt aber einen Rahmen habe, der Rahmen ist ja elektrisch verbunden, dadurch, dass er verbunden ist, entweder geschraubt oder halt gesteckt. Auf jeden Fall ist er elektrisch leitend verbunden und der komplette Rahmen ist ja auch mit der Unterkonstruktion und muss auch geerdet werden. Das heißt also, im Endeffekt habe ich ja den, mit einem gerahmten Modul bessere Bedingungen, weil ich ja einen, sag ich mal, einen Leiter direkt anbringe. Das heißt, bei gerahmten Modulen ist das Ganze von der Technik her aufwendiger. Das heißt, also es müssen bessere Prozesse her, bessere Qualitätsmanagement, um auch die 1500 Volt
oder die PID auch bei 1500 Volt Produkten sicherzustellen, die PID-Resistenz. Wenn man natürlich auf Nummer sicher sein gehen möchte und vom kompletten Aufbau her das Bestmögliche nutzen möchte, dann wäre eigentlich momentan das Produkt, was die gegenüber PID und auch die beste, in dem Fall dann Lasteinleitung hat für Glas-Glas-Module. Für Glas-Glas-Module wäre dann im Endeffekt das Glas-Glas-Modul mit so Gecko-Grips, das sind so kleine kurze Schienen auf der Rückseite. Da habe ich einfach den größten Abstand zu den elektrisch leitenden Bauteilen und im Endeffekt schon mal vom Systemaufbau her den bestmöglichen Systemaufbau, um PID bestmöglich zu vermeiden. Das heißt also, ich tue gar nicht die Prozessschritte, die jetzt PID reduzieren, also mit den Anti-PID-Zellen, gar nicht so sehr treaten, weil ich im Endeffekt ja schon vom Systemdesign her sauber bin und den bestmöglichen Schutz her habe. Soweit ich sehe, sind das jetzt alle Fragen gewesen. Dann sage ich schon mal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Webinar ist aufgezeichnet. Wir werden das dann in den nächsten Tagen verteilen, inklusive der Folien. Und wenn Sie noch Fragen haben, dann können Sie mir auch gerne eine E-Mail schreiben. Mein Name ist Stefan Ringbeck und die E-Mail-Adresse ist stefan.ringbeck@trinosolar.com. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.